Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Part Wolf und Würfelig in der Amplified-Welt. Und heute gibt es dazu auch noch einen Shader und jetzt teste ich einfach mal durch. Also ich habe einmal einen Shader, da bewegt sich alles und dann habe ich so einen schönen tiefen Unschärfe-Effekt. Das ist eben so ein ganz seichter, leichter Shader für die Leute, die ihn nicht so kräftig haben wollen. Und ich mache mal gerade die Zeit noch auf 0. Dann habe ich hier einen Zeus Ultra Doff Shader, das ist halt dieser krasse von Zeus, aber der gefällt mir nicht so gerade in den Abend- und Morgenstimmungen, wo mir eigentlich ansonsten Minecraft sogar besonders gut gefällt. Der sieht nur mittags gut aus, für Cinematics ist er schön, aber ja. Dann habe ich hier den Zeus Preview Shader und das finde ich halt ganz krass eigentlich. Der, ja gut, der findet das hier gerade irgendwie nicht so toll. Da ist irgendwas mit G-Buffer, Weather, keine Ahnung was. Der, ja, der macht das alles, sieht halt schon irgendwie heftig aus hier, gerade mit dem Wasser. Also, ja, die Spiegelungen, die sind schon ziemlich nice. Aber, ja, ich bin mir nicht so ganz sicher. Also farblich ist er halt etwas seltsam. Es ist eben auch dieses Dunstige dabei, was zwar realistisch ist, aber ob mir der so gut gefällt. Ja, es sieht doch sehr künstlich aus mit den Wolken, finde ich, auch wenn die sich so hübsch bewegen. Und dann den Zeus Shader einfach hier, der ist schon etwas älter, glaube ich, der hat diese Blendeneffekte, die hässlichen. Den nehme ich nicht. Und dann meinen einfach Shaders. Und das ist der Shader, den ich früher immer genommen habe und der hat halt diese extrem gesättigten Farben. Und ich glaube, mit dem habe ich frühere Videos aufgenommen und mit dem fange ich jetzt hier auch mal an. Wenn es euch jetzt nicht stärker stört. Aber ihr könnt einfach mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das jetzt so mein schnelles Durchscrollen sehen konntet, welcher Shader euch am besten gefällt. Und falls ihr selbst Shader kennt, die ihr irgendwie total genial findet, dann ja, lasst es mich halt wissen, ne? So. Was habe ich heute vor? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall sollte ich eigentlich mal herausfinden, was ich denn jetzt hier als Fenster nehmen möchte. Wir haben hier Cobblestone. Ist die Frage, sieht Cobblestone da gut aus? Eigentlich wollte ich ja was Helles nehmen. Aber ich glaube, in diesem Falle nehme ich jetzt doch so Cobblestone und füge da eben noch so ein bisschen was Hübsches dazu. Aber bleib jetzt erstmal beim Cobblestone, weil der hat eben doch eine schöne Textur in diesem Texture Pack, wie ich finde. Ich könnte natürlich auch mal schauen, der Brickstone, der hat diese hier. Ob der Brickstone da vielleicht noch besser passt, der ist auch ein bisschen heller. Mal. Lass mal gucken, wenn wir jetzt hier, ja, dann ist hier unten der Kontrast weg, den ich haben wollte. Eigentlich finde ich, sieht das mit dem Dunklen doch eigentlich schon ganz gut aus. Man kann den ja hier, den Brickstone hier wieder so zum Abschluss nehmen. So. Und dann das halt einmal rundrum bauen. Und dann irgendwie so vielleicht ein Dach drüber setzen. Dasselbe dann hier wahrscheinlich auch. Also ich bin noch nicht so ganz drin in diesem Kommentieren und dabei aufnehmen Ding. Das ist irgendwie, ja gut, es hat jetzt wieder keinen Sinn gemacht, meine Aussage eben. Fällt mir gerade auf. Also beim Kommentieren nimmt man ja immer auf. Nee, mit dem Bauen und dem Aufnehmen gleichzeitig. Da bin ich immer noch so, ich verfall da immer in alte Muster, die ich eigentlich gar nicht mehr, also gar nicht mehr zeitgemäß sind. Ich denke, ich kann eigentlich besser bauen als das, was ich jetzt hier bisher geschafft habe. Aber ich glaube, ich sollte mich auch nicht so sehr ablenken lassen von dem, was ich selbst nicht mehr als zeitgemäß ansehe und einfach bauen. Weil das letzte Mal hat meine starke Selbstkritik hat dazu geführt, dass ich das Projekt halt abgebrochen habe. Und wie ich jetzt an der starken Resonanz sehe, für die ich mich übrigens nochmal bedanken wollte, wollt ihr eigentlich Wolfenwürflig sehen. Das heißt, ja, ich baue jetzt einfach drauf los in der Hoffnung, dass das am Ende doch noch ganz nice wird. Vielleicht entwickle ich mich ja auch noch hier in dem Projekt so ein bisschen. Vielleicht finde ich ja noch heraus, was dann hier so in die Welt gut hineinpasst.
Ich möchte das eben, so wie die Welt so zerklüftet ist, möchte ich auch mein Gebäude gestalten. Also es soll so durcheinander sein, so ungeordnet eigentlich. Ach nee, jetzt habe ich da was falsch gemacht. Bisschen hell ist es ja hier dann doch so ein bisschen übertrieben. So. Vielleicht soll ich nicht überall das Gleiche machen. Ach doch, das soll ja so ein Spawn-Rundbau sein. Also der darf nochmal ein bisschen symmetrisch sein. Später werde ich dann natürlich dazu übergehen, hier auch das nicht mehr ganz so symmetrisch zu machen. So, hier. Und das meine ich jetzt eben mit angepasst hier an die Landschaft. Also ich möchte jetzt hier also einfach mal nicht da meine Landschaft zerstören, sondern ich baue da jetzt mal hier so, dass es hier quasi dran passt. Vielleicht kann ich hier auch einen schönen Eingang zaubern, habe ich mir überlegt. Dann könnte ich hier so eine Treppe hinunter machen. Ja, das, ja, da kommen doch schon so ein paar nicht mehr ganz so schlechte Ideen vielleicht. Zumindest, wenn man nicht so ganz so kritisch ist. So. Jetzt muss ich da aber eine so eine schöne Rose wegschlagen. Gehen wir doch noch eins nach hinten, dann... Ja, genau, machen wir das so. Und dann bauen wir hier einfach so einen Torbogen. Ich glaube, ich nehme dazu sogar jetzt hier mal diesen anderen Stein. So, als Eingang. Und jetzt muss darüber natürlich ein schönes Vordach kommen. So. So, und dann vielleicht hier noch ein bisschen Verzierung. Was kann man denn da nehmen? Ja. Ich denke, so Zäune eignen sich eigentlich immer ganz gut für so Eingänge. Und da ist ein Flugzeug bei mir hier in der Nähe vorbeigeflogen. Übrigens, die Themen spreche ich jetzt hier noch nicht an, weil ich mir denke, das kann man doch noch besser besprechen mit anderen. Außerdem, es kamen schon viele, aber ich möchte noch mal gucken, was sonst noch so kommt. Ich kam jetzt direkt von der Schule, ich war saumüde und dann habe ich die ganzen Kommentare gesehen und wurde wieder so richtig motiviert. Ihr habt mich quasi jetzt aufgeweckt hier aus meinem Frühjahrsschlaf und dachte mir, jetzt muss ich was aufnehmen, aber habe jetzt mich halt noch nicht irgendwie ein bisschen informieren können und da kam zum Beispiel das Thema Mediakraft, dass ich mal darüber rede. Das heißt, da kann man bestimmt so ganz gut vielleicht mal drüber reden mit Ungespielt, der ja da das Netzwerk gewechselt hat und wie sich da eben auch zum Beispiel das Like-Verhalten dann geändert hat. Sofern ich das richtig mitbekommen habe. Wo natürlich die Frage ist, ob man das so gut... Also ob das so gut ist. Auch für die Community als solche. Das ist dann aber keine Kritik an Ungespielt, sondern ich jetzt eher auf Mediakraft bezogen. Wobei da die Frage ist, also wie gesagt, ich habe mich mit Mediakraft noch überhaupt nicht befasst. Ich kann dazu eigentlich nicht vernünftig objektiv Stellung beziehen. Ich habe das nur so, ja, über Dritte gehört. Ja, ist ganz schlecht und ganz schlimm und so. Und Ungespielt ist da nur rein, weil er mit Dena was machen wollte und so. Da kann ich es halt auch verstehen. Ne, aber ich habe mich selbst mit dem Netzwerk noch fast gar nicht befasst. Deswegen lasse ich das mal lieber da jetzt hier vor allem eine wertende Stellungnahme zu machen, weil... Ich möchte da jetzt nicht irgendwie hier einfach dem nicht gerecht werden. Denn es ist ja schon ein bewährtes, großes Netzwerk und es ist bestimmt nicht einseitig schlecht, sondern wenn überhaupt, dann hat es eben so seine Vorzüge und Nachteile, die man dann eben abwägen muss, wie einem das so gefällt. So. Ein Eingang jetzt quasi hier. Und die anderen Fenster, da muss ich mir jetzt überlegen, wie ich die jetzt eigentlich so gestalten möchte, weil die habe ich jetzt zwei breit gemacht, was natürlich nicht unbedingt so sauintelligent ist, wenn man sowas baut. Also jeder, der ein bisschen mehr baut, der weiß das, dass wenn man ein Fenster halt mit der Breite baut, dass es dann eben richtig schwer ist, da noch Details reinzukriegen und gleichzeitig auch noch Fensterscheiben einbauen zu können.
Das heißt, ich nutze einfach mal, glaube ich, die Fenster als so eine Steilvorlage, um das quasi, das ganze Gebäude noch breiter werden zu lassen. Vielleicht komme ich dann nämlich wieder auf eine Dreierbreite, wo ich das dann ein bisschen schöner machen kann. So, lassen wir das also noch weiter rausgehen. Überlegen wir erstmal, wie groß der neue Kreis sein muss. Ich würde sagen, ich nehme auf der Seite wieder 5. Genau, das wäre eine Möglichkeit. Ich nehme an der Seite jetzt hier mein Fenster. Mein nächstes. Ich baue mal den Kreis etwas weiter oben. So, also bislang liegt ja mein Kreis in der Ebene. Das heißt, ich gehe jetzt eins weiter nach außen. Und es ist schon ein ganzer Minecraft-Tag vergangen. Ui. Übrigens wird die Folge kurz, da gleich noch ein Kumpel zu Besuch kommt. So. Das heißt, ich werde nur hier das Nötigste machen. Und vielleicht auch, dass ich eben ein Video habe. Weil ich ja immer, ich möchte ja nicht aufnehmen, während meine Mutter da ist. Das, ich weiß nicht, habe ich das schon mal erwähnt? Ach ja. So. Genau. Das heißt, ich muss hier 2. Guck, jetzt habe ich hier wieder eine 2er-Breite. Das ist ja toll. Und wenn ich jetzt hier nämlich 7 nehme, dann habe ich hier wieder so eine 2er-Dings. Es ist ja quasi ein Dilemma. Ein Dilemma. Sehr ärgerlich. Mal gucken, hier müssen es auch 5 sein. Ja, ja. Das genau, das waren 5. Ja, dann muss ich jetzt. Ja. Gut, der neue Kreis wird so aussehen. Lässt sich wohl nicht viel dran machen. Aber dadurch, dass jetzt zumindest etwas mehr Platz ist, kann man zumindest etwas mehr auch draus machen, natürlich. So, und draußen brummt irgendwas, da fliegt irgendwas vorbei. Boah, kein Plan, was das da draußen ist. So. 1, 2, 3, 4, 5. Ja doch, jetzt hört man es ein bisschen dichter. Da fliegt irgendein Hubschrauber rum und schießt wieder Passanten ab. Und das ist so üblich hier am Rhein. Ab und zu hört man auch mal Schiffe. Und so, also Umgebungsgeräusche habe ich hier genug. Und das Schöne ist ja, ich habe ja so ein Mikrofon, was irgendwie so voll auf Umgebungsgeräusche steht. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel hier einfach, wenn ich rede, dann ist alles ganz normal. Und wenn ich jetzt hier klicke, dann ist das Klicken 1000-mal lauter als mein Reden. Ja gut, wahrscheinlich hört ihr das jetzt nicht so. Vielleicht kann da auch noch Audacity ein bisschen was rausreißen. So. Mal gucken. Also ich lasse es jetzt noch ein bisschen breiter werden. Das ist halt, soll halt hier so in meinen verrückten neuen Style reinpassen, den ich mir jetzt hier mal so spontan angeeignet habe. Bin halt so richtig bossmäßig, wisst ihr. So. Ich würde sagen, dass ich da in so Bögen da irgendwie hochgehe. Ich muss mir das noch ein bisschen überlegen. Ich finde, ja doch, diese Fenster müssen eigentlich stärker eingebunden werden, damit die nicht so viereckig aussehen. Das heißt, ja, ich glaube, ich nehme mal so eine. Habe ich da eine Treppe? Nein, ich habe da keine Treppe. Ich glaube, ich mache das hier mit. Mache ich das hier unten mit was Helm? Ich versuche es mal mit was. Mit so einer Treppe. Und also so und so. Und hier muss es ja auch so rausgehen. Das heißt, ich habe so und so. Und dann müssen da eben noch so 2 drüber. So und so. Und dann. Ja, das hier sieht immer komisch aus, sowas. Wie löst man das? Wie löst man das? Das
habe ich halt wieder mein Problem mit den Rundungen. Ich baue ständig solche gekurften Gebäude. Und dann scheitere ich immer daran, da wieder noch vernünftig die einzubinden. Das kann man doch eigentlich ganz gut machen. So. Aber ich glaube, es sieht eigentlich geil aus, wenn man da tatsächlich einen Kontrast nimmt. Übrigens muss ich jetzt auch gleich wieder die Folge beenden, denn habe ich Timeset 0 gemacht. Ach ja. Und da kommt nämlich ein Kumpel und deswegen muss ich an die Klingel. Also beende ich jetzt hier die Folge. Bis dann und tschüss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt wieder in die Kommentare fleißig Themen. Ich informiere mich dann aufs nächste Mal und dann rede ich darüber. Bis dann.